Tess ist die Nummer 14 der Rockport Blacklist. Sein richtiger Name lautet Vince Click und er war ein eher durchgeknallter Zeitgenosse. Tess wurde in Rockport geboren. Seine Eltern zogen allerdings nach Ventura Bay, als er 5 war. Tess fiel schon als Kind immer negativ auf. Er konnte sich nicht benehmen und hatte ein echtes Problem mit Autoritäten. Das einzige Mal, wo er sich vorbildlich benehmen konnte, war, als es darum ging, dass sein Vater seinen Führerschein bezahlt. Er hatte aus unbekannten Gründen eine eher schwierige Beziehung zu seinem Vater, obwohl dieser eigentlich immer versuchte, ein möglichst guter Vater zu sein. Sein Vater sah die Situation mit dem Führerschein als Möglichkeit, eine bessere Beziehung zu Tess aufzubauen und bezahlte ihm dementsprechend den Führerschein und die Fahrstunden an sich. Was er aber noch bereuen sollte. Nachdem Tess seinen Führerschein hatte und 18 wurde, klaute er den Lexus IS300 seines Vaters und brach nach Pullman City auf. Dort wollte er seine Street Racer Karriere starten. Doch gelang es ihm nicht, sich einer der dort herrschenden Crews anzuschließen. Er beschloss einfach, durchs Land zu reisen und sich Gegner zu suchen, die er besiegen konnte, um mit dem Geld seinen Wagen zu tunen, da er an sich auch nicht viel Leistung hatte. Irgendwann verschlug es ihn schließlich nach Rockport, wo er sich dann einen Namen machte und auf der Blacklist landete. Er wurde schnell als irrer, unberechener Raser bekannt, der nicht davor zurückschreckt, sich Kratzer in den Lack zu machen. Die Cops hassten ihn und er hasste sie. Tess verfolgte die Ereignisse zwischen Razer und dem M3-Fahrer ziemlich genau, da er die Niederlage gegen Razer nie wirklich akzeptieren konnte. Auch hatte er immer wieder Stress mit Vic, dem Fahrer auf Platz 13 der Blacklist, zog aber immer den Kürzeren. Er soll auch eine Auseinandersetzung gehabt haben mit Ronnie, die wohl sogar in einer kleinen Schlägerei endete. Als es zu der großen Verfolgungsjagd kam, in dem der M3-Fahrer gejagt wurde, war Tess glücklicherweise zu Hause, wodurch er nicht ins Fadenkreuz der Polizei geriet. Einige Tage nach der Jagd beschloss er, dem M3-Fahrer über dieselbe Route zu folgen, da er aus irgendeinem Grund sehr an ihm interessiert war. Vielleicht war es aber auch einfach nur sein angekratztes Ego, welches eine Revanche wollte, da er genau wie Sony auch vom M3-Fahrer besiegt wurde. Er machte sich auf den Weg, doch wagte er den Sprung über die alte Brücke nicht, da sein IS-300 immer noch nicht besonders viel Leistung hatte. Im Vergleich zum M3 war das halt wirklich eine lahme Gurke. Also entschied er sich erstmal zurückzufahren und eine neue Route zu suchen und überhaupt erstmal grob herauszufinden, wo sich denn der Fahrer aufhalten könnte. Tja, da hat er leider die Rechnung ohne die Polizei gemacht, denn die hatte ihn bereits beobachtet und ihm die Ausfahrt versperrt. Er wurde zu 2 Jahren Haft verurteilt und verlor seinen Führerschein. Der Lexus wurde seinem Vater zurückgebracht. Tess hatte nämlich nie die Kennzeichen gewechselt, womit sämtliche Strafzettel und Anzeigen immer bei seiner Familie landeten. Der Vater verkaufte den Wagen allerdings sofort, da er absolut keinen Bock auf so ein umgebautes Auto hatte und auch nichts mehr mit seinem Sohn zu tun haben wollte. Einzig seine Mutter, welche immer an das Gute an ihrem kleinen Jungen glaubte, meldete sich ab und an noch bei ihm. Und Tess schien das auch zu akzeptieren. Seiner Mutter gegenüber war er immer respektvoll und dankbar. Er wollte ihr sogar Geld, die er in den Rennen gewann, zukommen lassen. Doch sie lehnte immer dankend ab, da sie sich natürlich nicht in seine Machenschaften verwickeln lassen wollte. Denn wenn sie von ihm Geld annimmt, was durch illegale Straßenrennen gewonnen wurde, könnte das natürlich zu Problemen führen und ja, die Familie vielleicht sogar in den Ruin treiben. Im Knast versuchte Tess sich mit Razer gutzustellen, um eines Tages Rache am M3-Fahrer zu nehmen. Allerdings kam er nie an Razer ran. Jemand wie Tess war in Razers Augen einfach eine Niete und wertlos. Außerdem würde Razer wesentlich länger im Knast sitzen als er. Nach seiner Entlassung beschloss Tess vorerst, nicht mehr Rennen zu fahren.
Er begann eine Ausbildung als Kfz-Mechatroniker und fand später eine Anstellung in Olympic City. Ein Typ, der nur als TJ bekannt war, ließ ihn für sich arbeiten. Er machte dort gut Geld, da sein Boss nicht nur mit handelsüblichen Teilen handelte. Für Tess kam es so vor, als hätte er endlich eine Goldgrube gefunden. Denn es war einfach ein sehr beliebter Laden. Und auch Tess erfreute sich großer Beliebtheit mit der Zeit, weil er echt ein Händchen dafür hatte, an Autos rumzuschrauben. Und es tat auch seiner Persönlichkeit ganz gut. Er war nicht mehr so durchgeknallt und wild und ist ein bisschen ruhiger geworden. Aber er musste auch immer mal wieder LKW für LKW durch die Gegend fahren, ohne dass TJ ihm gesagt hat, was genau er denn da ausfährt. Eines Tages schaute er einfach mal in den Laderaum und zu seiner Überraschung waren dort keine Drogen oder so drin, was er zunächst vermutet hatte, denn warum solle man dafür so ein Riesengeheimnis machen, wenn da keine Drogen drin sind oder so? Ja, es waren Fahrzeugteile. Ganz speziell modifizierte Teile, die man so wahrscheinlich niemals legal fahren dürfte, weil sie eben auch nicht geprüft sind und ne, unter Umständen zu Schäden an Fahrzeugen führen könnten und so weiter. Und im selben Moment wurde er auch mehr oder weniger überfallen von einer unbekannten Crew. Und ja, die haben ihm alle Teile abgenommen und er musste sich dann vor TJ erklären, gab eine ganze Menge Ärger. Von da an durfte er erstmal keine Waren mehr fahren, sondern nur noch in der Werkstatt arbeiten, was ihm eigentlich sogar ganz recht kam, weil er sowieso nicht Bock hatte, ewig diese Teile durch die Gegend zu fahren und das eigentlich groß genug war an Schock, den er da mitbekommen hat. Und ja, das ging dann einige Jahre, er hat weiterhin gutes Geld verdient, TJ hat da seine komischen Dinger gedreht, er hat sich da nicht weiter für interessiert und auch nie drüber geredet bei anderen Leuten. Und so hat er sich dann wirklich gut was aufgebaut. Er hat sich irgendwann sogar einen schönen neuen Wagen leisten können. Einen Porsche 911er hat er sich gegönnt, was für ihn natürlich ein geiler Sprung war. Damals von einem Lexus, den er ja verloren hatte. Jetzt ein Porsche. In der Zwischenzeit hatte er einen Golf 4 gefahren, den er auch nur mit Not und Durst zusammengehalten hat. Und ja, damit hat er sich so einen kleinen Traum wohl erfüllt. Und dann ging die ganze Geschichte nochmal in eine ganz andere Richtung, denn plötzlich war Polizei vor Ort. Immer mal wieder kam eine Undercover-Streife vorbei, aber er hatte nie die Möglichkeit, mal ein Wort mit diesem Polizisten zu wechseln. Die gingen immer direkt ins Büro, sprachen mit TJ, irgendwas wurde da gemacht und das war's. Und da seit dem Tag kamen immer mal wieder Autos von der etwas höheren Preisklasse bei ihm an. Mal kam ein Ferrari F40, mal sogar ein Highlight wie ein McLaren F1 oder sogar ein Pagani, aber manchmal auch einfacher Tuner wie ein Nissan oder Mitsubishi. Bis zu diesem einen Tag, wo Tess nicht glauben konnte, was er da sieht. Plötzlich stand der M3 GTR vor der Tür, von dem er damals besiegt wurde durch Razor und den, ja, im Grunde hat er sogar zwei Niederlagen durch diesen Wagen erfahren, denn der Fahrer, dem der M3 eigentlich gehörte, kam ja auch und hat Tess quasi auch nochmal besiegt, weil er halt sich hochgearbeitet hat, um den M3 zurückzubekommen. Ja, und jetzt steht da plötzlich der M3 GTR und Tess rannte sofort zu TJ und fragte, woher kommt dieser Wagen? Was zur Hölle? Weißt du eigentlich, was das für ein Teil ist? Wir kriegen riesen Ärger, wenn die Polizei den hier sieht. Und TJ sagte nur, beruhig dich, die Polizei selbst hat ihn hierher gebracht. Mach den Wagen fertig, setz ihn wieder in Stand. Tess wusste gar nicht, warum der Wagen überhaupt in so einem miserablen Zustand war, hat aber nicht weiter nachgehakt. Also hat Tess tatsächlich an dem M3 geschraubt, hat ihn wieder in Stand gesetzt, die Lackierung und Folierungen erneuert, was auch sehr schwer war. Einige Ersatzteile waren sehr schwer zu bekommen, da es sich halt nicht um einen handelsüblichen M3 handelte, sondern um die GTR-Version aus dem Rennsport. Aber auch da hat TJ wieder seine Kontakte spielen lassen und auf magische Art und Weise ist er an einige Ersatzteile aus dem Rennsport gekommen. Und ja, der Wagen war wieder zusammengesetzt und war so schnell, wie er da war, auch wieder weg. Ein älterer Polizist holte den Wagen ab. Mit einem LKW wurde in einen Container gestopft und seitdem hat Tess auch nie wieder was von dem Wagen gehört. Und das war's im Grunde auch. Unser lieber Tess hat damit
das Schlimmste eigentlich überstanden gehabt. Es hatte auf jeden Fall bis heute ist nicht bekannt, dass er nochmal irgendwie Probleme hatte. Er hat wirklich sein Rennfahrerkarriere an den Nagel gehangen. Er hat auch mit seinem neuen Elfer keine Rennen mehr gefahren. Er war nur mal vielleicht als Zuschauer vor Ort und hat hier und da mal gewettet. Sein Hobby war mehr oder weniger Frauen aufzureißen und so. Das war so sein Ding dann im Nachhinein. Aber Rennen selbst wollte er nicht mehr fahren. Vor allem nach der ganzen Story in Rockport, die ihm quasi immer noch nachts in seinen Träumen verfolgt. Aber er hat die Gedanken der Rache oder sonstiges aufgegeben, vor allem weil seit so vielen Jahren keiner mehr etwas von diesem M3-Fahrer gehört hat. Und ja, jetzt lebt er sein Leben in der Werkstatt. Und wer weiß, wie lange das noch gut geht. Denn dass er dort arbeitet, würde er eines Tages noch bitterlich bereuen. Denn TJ wird ihm auch noch zum Verhängnis. Aber das ist eine andere Story. Jo, das war die Story von Tess, dem Fahrer auf Platz 14 der Blacklist. Und ja, wir sind am Ende. Ich hoffe mal wieder, es hat euch gefallen. Zeigt eure Unterstützung gerne mit einem Like. Und wenn ihr noch nicht abonniert habt, tut das jetzt. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der Story haltet, wie ihr sie fandet. Und wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und auf Wiedersehen.